Der kürzlich lancierte Image-Werbespot von Jaguar, der hat doch recht viel für Aufsehen gesorgt und verständlicherweise sehr viel Unmut und Häme ausgelöst. Nicht nur bei Autofreunden, sondern generell. Ja, und auch ich habe in den 30 Sekunden des Machwerkes hier nichts gesehen, was ich nicht als befremdlich und bedauernswert bezeichnen würde. Interessant ist natürlich, dass diese Ästhetik der Unternehmensausrichtung zwar auf allgemeine Ablehnung stößt, die Konzerne aber in fanatischer Manier dennoch daran festhalten, und Jaguar ist ja, wie die meisten wissen dürften, auch nur ein Beispiel von unzählig vielen. Diese jetzt hier alle aufzuzählen wäre müßig, und die meisten von ihnen machen bzw. machten damit auch nur so lange weiter, bis der Druck von außen nicht mehr zu ertragen war. Oder was noch schwerwiegender ist, bis die logischerweise negativen Auswirkungen auf die Bilanzen dazu führen, dass irgendwann selbst die fanatischsten Ideologen in den Aufsichtsräten die Reißleine ziehen. So hatten wir das ja bereits bei Boeing gesehen, wo die vielgeschmähte DEI-Abteilung vor kurzem völlig aufgelöst wurde, was natürlich eine abzusehende Konsequenz war, denn damit kommt einfach auf lange Zeit keiner durch. DEI bedeutet ja im Prinzip die Inklusion von vermeintlichen Minderheiten und oder Leistungsschwachen ohne Rücksicht auf Eignung und Veranlagung, und die einzige Gruppe, die sich nicht auf DEI berufen kann, das sind heterosexuelle Männer europäischer Herkunft, dürfte inzwischen auch jeder erkannt haben. Aber wie gesagt, die ersten Unternehmen versuchen schon, diesen Extremismus etwas zurückzufahren. Wie gesagt, Boeing war eines davon. Und auch der Einzelhandelsgigant Walmart, das ist nicht irgendjemand, sondern das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Auch dort entschied man sich unlängst dafür, die Politik in Bezug auf die Kampfbegriffe Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zurückzufahren und sich damit in eine Liste von Großkonzernen einzureihen, die dasselbe getan haben. Und weitere werden mit Sicherheit folgen. Dass weitere Folgen werden, das hat weniger was mit der Trump-Wahl zu tun, sondern dürfte einfach eine generelle Feststellung sein, denn die DEI-Ideologie, die ist nicht nachhaltig und ja, die wird, wie wir alle sehen können, immer schwieriger zu vermitteln. Der Autohersteller Jaguar wird sich also zunächst auf einen gewaltigen Shitstorm, dann in der Folge auf Boykottbewegungen, danach auf Umsatzeinbußen und schließlich eine erneute Neuausrichtung der Unternehmenspolitik vorbereiten können.